Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Um Gottes Willen, die Woche der Brüderlichkeit bringt Religionen näher zusammen. Für das Seelenheil, die einzigartigen Fastentücher der Klosterkirche Irsee. Und ein Fest für die Augen, wenn Foto- und Bilderausstellungen uns bewegen. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Jedes Jahr im März veranstalten die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Woche der Brüderlichkeit. Und das schon seit 1952. Dabei ging es eigentlich immer um das Miteinander von Christen und Juden in Deutschland. Inzwischen erweist es sich als sinnvoll, den Dialog zu öffnen und alle monotheistischen Religionen miteinander ins Gespräch zu bringen. In Augsburg haben in dieser Woche eine Katholikin, eine Jüdin und ein Moslem miteinander über ihren Glauben gesprochen und darüber, warum sie sich ehrenamtlich für andere Menschen engagieren. Warum hilft ein Mensch einem anderen Menschen, auch wenn es ihm selbst vordergründig erstmal nichts bringt? Die Antworten auf diese Frage sind so einfach, wie sie überraschend übereinstimmend sind. Er hilft, weil es sich gut anfühlt, aber der letzte Grund ist doch immer Gott. Wie auch immer der Einzelne es in den Worten seiner Religion ausdrückt. Ich fand es für mich sehr spannend, mal mit anderen Mitmenschen anderer Religionen gemeinsam in einer Runde zu sitzen. Ich war auch sehr aufgeregt und dachte, oh, was erwartet mich? Und ich fand diese vielen Gemeinsamkeiten ganz schön. Also ich fand die richtig bereichernd. Also es weckt so ein Interesse, aha, was machen denn die anderen noch? Also wirklich so ein Interesse am anderen in seiner Religion, in seiner Tätigkeit. Durch das Gespräch führte der emeritierte Theologieprofessor Hans-Peter Heinz. Er wollte wissen, wie die Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften miteinander leben, was sie empfinden. Dabei zitierte er Papst Franziskus, der die Freundschaft als das Entscheidende einer Begegnung bezeichnet hatte. Es ging also darum, wie Menschen sich engagieren und warum. Es ging mir nicht um Gemeinsamkeit, sondern dass jeder authentisch rauskommt. Die eine als Jüdin, die andere als Christ, die dritte als Muslim. Und dass sie aus ihren Quellen heraus schildern, was das mit Gott zu tun hat, was sie sozial tun. Und das kam meines Erachtens sehr gut raus. Da haben sich viele Übereinstimmungen ergeben. Aber es war nicht die Frage, was haben wir gemeinsam, sondern wie ist jeder authentisch. Ein Gespräch, das tiefe Einblicke gewährte. Die drei Podiumsgäste verband ein inneres Bedürfnis, anderen zu helfen, deren Nöte zu lindern, egal auf welchem Gebiet. Demenz, Seniorenarbeit, Flüchtlingshilfe. Alle drei spüren diese tiefe Befriedigung, die sie selbst erfahren, wenn sie anderen helfen. Es gibt ja ein Sprichwort, man kann nur den anderen kennenlernen, wenn man mit seinen Schuhen ein paar Schritte gegangen ist. Und das empfehle ich jedem, dass man einfach den anderen Menschen als Mensch ansieht und zuerst mal ohne Vorurteile mit ihm dann Kontakt hat. Wenn man ihn kennengelernt hat, dann kann man sagen, okay, es ist ein schlechter Mensch oder ein guter Mensch. Helfen, das ist das eine. Helfen, um gottgefällig zu leben, das ist der Urgrund, die Basis, auf der alles wurzelt. Und so wurde an diesem Abend die Frage von der gläubigen Katholikin, der gläubigen Jüdin und dem gläubigen Moslem beantwortet. Warum helfen wir? Warum engagieren wir uns für andere? Weil es ein gutes Gefühl in uns erzeugt und weil wir wirklich an Gott glauben. Und damit sind wir wieder beim diesjährigen Motto der Woche der Brüderlichkeit, um Gottes Willen. Den Kirchenaltar während der Fastenzeit zu verhüllen, ist eine uralte Tradition. Schon im Mittelalter galten Hunger- oder Fastentücher als Symbol der Buße. Nachdem sie im 11. Jahrhundert eher schmucklos daherkamen, wurden sie ab dem 12. Jahrhundert allmählich bildnerisch gestaltet. Einen einzigartigen Fastentuchzyklus besitzt die Klosterkirche Irsee. Über 15 Jahre ist es nun her, dass der frühere Kirchenpfleger Willibald Müller den Kunstschatz in einer ausrangierten Kniebank fand. Und dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Der gekreuzigte Jesus, betend, leidend und am Kreuze sterbend. Das 3x7 Meter große Fastentuch am Hochaltar zieht in diesen Tagen die Blicke der Besucher auf sich. Es ist eines von 9 aufwendig restaurierten Tüchern, die entlang der Seitenaltäre die Passion Christi erzählen. Geschaffen hat sie der Irseer Künstler Pater Magnus Remy. Heute handelt es sich bei dem Fastentücherzyklus um einen Kunstschatz von europäischem Rang. Das Einzigartige ist eigentlich, dass die Tücher überhaupt noch erhalten sind nach so langer Zeit. Also sie stammen aus dem 18. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert. Und dass sie im vollständigen Zyklus erhalten sind, das heißt eine Bilderfolge von 9 Darstellungen des Passionszykluses.
Und das heißt, dadurch, dass sie hier an den einzelnen Seitenaltären gehängt werden können, lassen sie sich abschreiten wie ein Kreuzweg. Jahrzehntelang verhüllten die Tücher während der Fastenzeit die Irseer Kirche, noch bis in die 1960er Jahre hinein. Dann waren sie plötzlich verschwunden, in Vergessenheit geraten, bis zum Jahr 2000. Der Hartnäckigkeit des ehemaligen Kirchenpflegers Willibald Müller ist es zu verdanken, dass die Fastentücher heute wieder zu bestaunen sind. Sein Weg führte ihn bis zum Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Denkmalamt, die haben damals noch gesagt, sie müssen aber zuerst einen Sponsor haben, weil die Gemeinde kann das nicht tragen, weil das zu teuer kommt. Und dann hat es noch einige Jahre gedauert und dann haben Denkmalamt angerufen, sie haben jetzt einen Sponsor und sie würden, da ist das sein Weg, sein ganz normaler Weg gegangen. Man ist zum Teil verlacht worden, wenn man gesagt hat, was wissen, lass das alte Zeug, gell? Aber es ist einfach, mein Herzblut dran gehängt und ich habe halt locker lassen und man sieht, man darf nicht nachgeben, dann kommt man zum Erfolg. Doch bis die Fastentücher von Irsee zu ihrer alten Schönheit zurückfanden, vergingen erneut mehrere Jahre. Insgesamt 6 unterschiedliche Werkstätten wurden mit der kostenintensiven Restaurierung der alten, von Jahrzehnten falscher Lagerung gezeichneten Tücher betraut. Wir stehen jetzt hier vor dem Tuch mit der Szene der Gefangennahme Jesu. Und es hat sich das Landesamt ausgesucht, hat es mit nach München in ihre Restaurierungswerkstätten genommen und haben da festgestellt, was das für die Farben sind, die damals verwendet worden sind, was das für der Stoff ist, mit welchen Mitteln man die heute verbinden kann, dass keine Schäden kommen, und haben da circa 2 Jahre gebraucht, mit Recht, dass man den Erfolg machen kann, so wie es jetzt ist. Die Risse, die wurden einfach vernäht, teilweise mit chirurgischen Nadeln hinternäht, dann die Flicken wieder geglättet, aufgenäht, dann diese Falten, diese unzähligen Falten, die auch in den Tüchern waren, einfach über längeren Zeitraum geglättet und die Farbe wieder ergänzt und einfach viel, viele, viele, viele Arbeitsstunden. Die sich auf jeden Fall gelohnt haben. Seit 2007 können die neuen wertvollen Fastentücher, die Passion Christi zeigen, wieder in der Klosterkirche in Irsee bestaunt werden. Noch bis Karfreitag verhüllen sie die Altäre und erinnern an den alten Brauch, in der Fastenzeit nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit den Augen zu fasten. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten der Woche. Die Reihe der Marienwallfahrten zum bevorstehenden 100-jährigen Jubiläum der Patrona Bavariae geht auch in diesem Jahr weiter. Am 7. Mai sind Wallfahrer aus ganz Bayern nach Eichstätt eingeladen. Ein Jahr nach der großen bayernweiten Wallfahrt zur Maria Knotenlöserin in Augsburg ist in diesem Jahr, am 7. Mai 2016, Eichstätt das Ziel der Pilger. Auch aus dem Bistum Augsburg werden sich mehrere Busse auf den Weg machen. Ab sofort können Sie sich beim Pilgerbüro dafür anmelden. Höhepunkt der Mariensternwallfahrt ist der Gottesdienst mit allen bayerischen Bischöfen auf dem Residenzplatz. Hier Bilder vom Presserundgang. Es geht nicht nur darum, dass um 16 Uhr ein Festgottesdienst mit allen bayerischen Bischöfen auf dem Residenzplatz gefeiert wird, sondern es geht auch darum, dass es Sternwallfahrtsangebote gibt. Und ich denke, das ist ein schöner Familienausflug, sich auch zu Fuß von einem gewissen Punkt aus auf den Weg zu machen, um dann im Herzen der Stadt Eichstätt anzukommen und den Gottesdienst zu feiern. Ich glaube, dass daraus ein echter Familienwallfahrtstag werden kann. Die vom Bistum Augsburg organisierte Busreise am 7. Mai nach Eichstätt startet in Augsburg und in Donauwörth. Anmelden können Sie sich bis zum 22. April im Pilgerbüro. Die Fahrt kostet 15 Euro. In Erinnerung an den Gründonnerstag, die Nacht, in der Jesus ausgeliefert und gefangen genommen wurde, finden auch in diesem Jahr wieder an vielen Orten des Bistums Nachtwallfahrten für Männer statt. 32 sind es insgesamt. Die Strecken, meist Rundwanderwege, sind unterschiedlich lang und stellen damit unterschiedliche Anforderungen an die Kondition. Die meisten Wallfahrten starten nach der Gründonnerstagsliturgie und dauern einige Stunden.
Es gibt aber auch Routen, zum Beispiel in Kaufbeuren oder im Kloster Mayingen, die erst am frühen Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück enden. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie bei der Männerseelsorge im Bistum Augsburg. Am vergangenen Wochenende hat der BDKJ-Diözesanverband Augsburg einen neuen Präses gewählt. Pfarrer Dominik Zitzler wird das Amt ab September antreten und folgt damit auf Pater Christoph Lenz, der das Amt 5 Jahre lang innehatte. Lenz erwartet seine neue Aufgabe als Noviziatsleiter in der Palutinischen Gemeinschaft in Friedberg. Dominik Zitzler, der neue BDKJ-Präses, ist derzeit Pfarrer in Hörzhausen und Regionaljugendseelsorger in der katholischen Jugendstelle Schrobenhausen. Im BDKJ geht es, wie ich vorhin schon gesagt habe, mehr so um Rahmenbedingungen schaffen. Und da wollen wir einfach schauen im Vorstand, dass wir so Bedingungen schaffen, dass die Vielfalt der Jugendarbeit in unserem Bistum weiterhin gewährleistet wird, dass es eine lebendige Vielfalt ist und viele, viele Jugendliche so mit ihrer Spiritualität angesprochen werden. Und mein Ziel, denke ich auch an dieser Stelle, wie auch schon als Jugendpfarrer ist es, dass die Jugendlichen in unserer Kirche eine Heimat finden, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich geborgen fühlen und wo einfach ihr persönlicher Glaube auch wachsen kann. Für alle Sportler gibt es am kommenden Samstag eine besondere Wallfahrt nach Kloster Andex. Veranstalter sind die beiden DJK-Diözesanverbände Augsburg und München-Freising, der Arbeitskreis Kirche und Sport und der Bayerische Landessportverband. Unter dem Motto Ephata, öffne dich, ziehen die Teilnehmer ab 9.30 Uhr vom Herrschinger Bahnhof nach Andex, wo sie um 11 Uhr gemeinsam Gottesdienst feiern. Als Ehrengast spricht der Paralympics-Weltmeister im Taekwondo, Hasim Celik, über seine Erfahrungen mit Sport und Glaube. Nähere Informationen erhalten Sie bei der DJK-Geschäftsstelle in Augsburg. Die katholische Landvolkbewegung veranstaltet vom 8. bis zum 10. April ein Wochenende zur Ehevorbereitung. Bei dem Seminar, das in der Landvolkshochschule Wies bei Steingaden stattfinden wird, geht es unter anderem um die Kommunikation in der Partnerschaft, Rollenbilder und Sichtweisen sowie kirchliche Trauung als Sakrament. Zeit für Zweisamkeit und auch der Austausch mit anderen Paaren in lockerer Atmosphäre ergänzen, so die Veranstalter, das Angebot. Nähere Informationen über das Ehevorbereitungsseminar finden Sie auf der Homepage der katholischen Landvolkbewegung klb-augsburg.de. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es gleich weiter mit einem Bericht über den Studientag Sektenausstieg und dem Porträt über die wunderschöne Wallfahrtskirche Heiligkreuz in Mindelzell. Also bleiben Sie dran. Die Stimme des katholischen Deutschlands, die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Vivian Timothy aus Nigeria malt. Ihre Bilder beschäftigen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Und gleichzeitig bestechen ihre Werke durch die Vielfalt an Farben, geprägt sind sie von ihrer afrikanischen Heimat. Noch bis kommenden Freitag sind die Werke von Vivian Timothy, die seit 25 Jahren in Deutschland lebt, im katholischen Thaddäuszentrum in Augsburg zu sehen. Unvorstellbares Leid spiegelt sich in den Augen des jungen Mädchens wider. Es ist eines der Bilder, mit denen die nigerianische Künstlerin Vivian Timothy auf die Probleme in ihrem Land aufmerksam macht. Unter dem Titel Broken Vessels, gebrochene Gefäße, geht es unter anderem auch um die Gewalt, die die Terrorgruppe Boko Haram verbreitet. Gebrochene Gefäße symbolisiert einfach diese Mädchen, die abgeschleppt sind, 200 Mädchen in Nigeria. Und ich habe weiter nachgedacht und dann habe ich festgestellt, dass diese Mädchen sind gebrochen. Auch wenn man die Mädchen in eine Palast hier steckt und sagt, oh, jetzt geht's dir gut, die sind trotzdem gebrochen, kann man nicht mehr zusammen flechten oder zusammen ganz machen. Also egal, was man macht, es ist einfach weg. Also die Kinder sind kaputt und ihre Familie auch. Aber auch die Ausbeutung von Bodenschätzen oder das Gefühl von Heimat werden thematisiert. Die Ausstellung soll die Menschen gerade jetzt in der Fastenzeit sensibilisieren. Wenn wir diese in der Fastenzeit, dass die Leute auch ein bisschen über diese Themen schauen, was bei uns, was in der ganzen Welt, nicht nur Afrika, weil überall leiden Menschen, überall ist die Leute ausgebeutet,
überall haben wir Heimat. Darum es geht in dieser Fastenzeit, dass wir noch darüber, über diese Themen auch nachdenken, auch diskutieren, auch miteinander reden und auch im Gebet einschließen. Die Ausstellung mit Werken von Vivian Timothy aus Nigeria ist noch bis kommenden Freitag im Thaddäus-Zentrum in Augsburg zu sehen. Der Eintritt ist frei. Scientology, Zeugen Jehovas, 12 Stämme. Diese Organisationen werden oft als Sekten bezeichnet. Korrekt wäre eigentlich neureligiöse Bewegungen. Eines haben sie alle gemeinsam. Wer einmal einer solchen Organisation beigetreten ist, kommt nur sehr schwer wieder heraus. Warum das so ist und wie Aussteigern geholfen werden kann, wieder in ein normales Leben zurückzukehren, damit hat sich ein Studientag im Augsburger Haus St. Ulrich beschäftigt. Wenn Barbara Kohut über ihre Mitgliedschaft bei den Zeugen Jehovas spricht, lässt das keinen der Zuhörer kalt. Sie lebte über 60 Jahre innerhalb der Sekte. Als sie kritische Fragen stellte, musste sie gehen und wurde ausgeschlossen. Das war im Jahr 2009. Das hat bedeutet, dass ich meine gesamten sozialen Kontakte verloren habe. Also von der Minute an hat niemand mehr mit mir gesprochen von meinen bisherigen Freunden. Und vor allem, was halt besonders wehgetan hat, war, dass meine Familie sich auch an dieses Verbot gehalten hat. Meine Mutter ist heute 98 und ich habe seit 2009 kein Wort mehr mit ihr reden können. Auch meine anderen Geschwister und Familienmitglieder. Das ist besonders hart und ich empfinde das auch sehr traurig, dass wir als Betroffene hier vom Staat her keine Unterstützung bekommen, dass diktatorische, ja, bedenkliche Gemeinschaften innerorganisatorisch Regeln aufstellen dürfen, die ganz offen gegen unsere Verfassung und unsere verfassungsmäßigen Rechte verstoßen, indem sie auch meine Gewissens- und Glaubensfreiheit einschränken. Und ich kann mich nicht dagegen wehren. Wenn Bleiben einfacher ist als Gehen. Warum ist es so schwer, sich von einer Sekte oder einer sogenannten neureligiösen Bewegung loszusagen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstaltung im Haus St. Ulrich. Und natürlich ging es auch darum, was innerhalb von Sekten mit den Mitgliedern geschieht. Wenn ich dann mal auf einen Lebensberater gehört habe und der sagt, mein Weg ist der einzige, dann kann es sehr schnell dazu führen, dass ich meinen Beruf aufgebe, dass ich mich von meiner Familie trennen muss, dass ich mein ganzes bisherige Leben praktisch aufgeben muss und dass ich dann in so eine Abhängigkeit gerate, dass es fast nicht mehr möglich ist, rauszukommen. Dass es eben einfacher ist, zu bleiben, als dann zu gehen. Mit diesem Problem befasst sich Herbert Busch seit einem Vierteljahrhundert. Der Sozialtherapeut hat vielen Menschen geholfen, sich aus einer ungesunden Umklammerung zu befreien. Herr Busch, das Thema heute ist, wenn Bleiben einfacher ist als Gehen. Warum tun sich denn viele Menschen so schwer, aus einer Sekte auszusteigen? Das hat einmal grundsätzliche sozialpsychologische Ursachen. Wenn man geht, ist man derjenige, der sozusagen auch die Schuldgefühle provoziert. Man ist der verlässt, der rausgeht aus der Partnerschaft, aus der Familie. Ne? Und bei einer religiösen Sekte ist das Ganze nochmal religiös überhöht. Weil, wenn ich gelernt habe, dass es Gottes Wille ist, dass ich in dieser Gruppe bin und gleichzeitig auch berufen bin, die Welt zu retten, sind natürlich beide Sachen schwerer zu wechseln, als wenn ich sage, mir gefällt es nicht mehr in dieser Gruppe von, was weiß ich nicht, Kleingärtnern oder so. Das geht einfach leichter, weil das, was in weltanschaulichen Gruppen passiert, immer dieses religiöse Mäntelchen hat, was immunisiert gegen Kritik, was immunisiert gegen eigenes Denken und was immunisiert gegen eigene Entscheidungen. Wann spricht man überhaupt von einer Sekte? Gibt es da eine klare Definition? Ja, es gibt eine religionswissenschaftliche Definition, das heißt Nachfolgen abspalten. Damit ist dann gemeint, dass sich aus einer größeren religiösen Gemeinschaft etwas Sektenhaftes entwickelt hat. Aber inzwischen, glaube ich, ist es ein völlig untauglicher Begriff geworden, der zwar umgangssprachlich sozusagen Unheil mit transportiert, aber wenn man genau sein will, müsste man sagen, religiöse oder psychische Gemeinschaft, psychologische Gemeinschaft mit hohem Konfliktpotenzial.
Jetzt verwende ich den Begriff Sekte doch noch einmal. Gibt es denn eigentlich einen Überblick, wie viele dieser Sekten hier bei uns in Deutschland existieren und wie viele Menschen sind dort drin? Ja, bei der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, sogenannte Sekten- und Psychokulte, hat man 1998, glaube ich, in etwa 800 religiöse Gemeinschaften erfasst und definiert. Darüber hinaus, glaube ich, hat sich aber nochmal eine Atomisierung entwickelt. Ne? Das heißt, es gibt heute viele kleinste und kleine Gemeinschaften, die ja auf einer Kleingruppenebene ihr eigenes Programm propagieren. Das muss auch nicht zwingend schlecht sein, ne? Aber durch die Vielzahl dieser Gruppierungen und Abspaltungen und eigenen Wege ist die religiöse Landschaft völlig unübersichtlich geworden und wir unterteilen in Hauptströmungen, Fundamentalismus, Heil und Heilung, östliche Religiosität, Jugendreligionen, ne? So. Welche konkreten Probleme haben denn die Menschen, die jahrelang oder vielleicht sogar jahrzehntelang in einer solchen Sekte gelebt haben? Ich nehme gerne das Beispiel, was ich in Schulklassen nehme. Stellen Sie sich eine Schulklasse vor. Ich wäre der Lehrer dieser Schulklasse, 25 Schüler. Und wir müssten für die nächsten 5 Jahre, außer dem Weg zur Kantine, hätten wir keinen Außenkontakt. Also kein Kino, kein Schwimmbad, keine Freunde. Ne? Und wir wären auch der Gruppendynamik dieser Klasse ausgesetzt. Und ich würde sagen, was wichtig ist für die Leute und wie die sich verhalten müssen. Sie können sich die massiven Veränderungsprozesse in den Personen, in der Gruppe und in der Machthierarchie vorstellen. Nach 5 Jahren wäre diese Klassengemeinschaft in keiner Weise gut vorbereitet auf die Dinge, die draußen wären, sondern hätte in diesem kleinen, wie eine Insel der Seligen, in diesem kleinen Mikrokosmos gelernt zu existieren und zu funktionieren und hätte draußen keine Chance mehr, an normalen Entscheidungsprozessen, demokratischen Prozessen oder anderen Dingen teilzunehmen. Ich habe einen Begriff dafür geprägt, der Isolation heißt. Das ist noch mehr als Isolation. Das ist ein wirklich Leben unter einer Käseglocke, unter ganz eigenen Bedingungen. Wie können Sie diesen Menschen konkret helfen? Was kann das Umfeld dieser Menschen tun? Eigentlich kann ich nur das tun, was jeder andere Mensch auch tun kann. Ich muss mir die Geschichte anhören, ich muss aufmerksam sein. Niemand geht ja in eine Sekte, um sich den Tag zu versauen oder sein Leben zu ruinieren, sondern weil er hofft, dass da seine Fragen und seine Probleme beantwortet bzw. gelöst werden. Die erste Frage ist immer, was war eigentlich das Motiv, warum Sie reingegangen sind? Was war gut an dieser Gruppe? Was hat Sie angesprochen? Die zweite ist, und haben Sie das gekriegt? Und die dritte Frage ist, was denken Sie jetzt? Und darüber hinaus kann, glaube ich, jeder, der merkt, dass jemand auf einem seltsamen Weg ist, ne, einfach über die Bekanntschaft, über die Freundschaft sagen, das verstehe ich jetzt nicht, kannst du mir mal erklären, was du da machst? Ne? Und auch den Mut haben zu sagen, tut mir leid, das finde ich jetzt abstrus. Ne? Oder, also ich bin schon viel rumgekommen und mit der Kirche ist das auch nicht so einfach, aber das ist ja noch mal ein bisschen stärkerer Tobak. Ne? Und über dieses normale Interesse, die Auseinandersetzung damit, ne? Und das klare, unaufgelöste Positionieren wäre schon sehr viel geholfen. In der Gemeinde Mindelzell bei Ursberg leben knapp 700 Menschen. Trotzdem ist das kleine Dorf weit über seine Grenzen hinaus bekannt. Das liegt vor allem an der Pfarr- und Wallfahrtskirche Heiligkreuz, die vom Mindeltal aus schon weithin sichtbar ist. Die Geschichte der Wallfahrt geht bis ins Jahr 1230 zurück. Damals kam ein Stückchen vom Kreuze Christi in die Kirche nach Mindelzell. Mit dem Bau der Heiligkreuzkirche Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte sich dann eine große Wallfahrt. Wir stellen Ihnen die Rokokokirche jetzt einmal etwas genauer vor. So gut wie Prälat Ludwig Gschwind kennt wohl niemand die Geschichte und die Geschichten rund um die Heiligkreuzkirche in Mindelzell. Er ist seit über 40 Jahren Seelsorger hier und er kommt noch immer ins Schwärmen, wenn er über diese Kirche spricht.
Die Kirche ist natürlich ein Traum, das kann man schon sagen. Diese Kirche ist in ihrer Geschlossenheit großartig. Ich meine, alle Zeiten haben in Kirchen immer wieder Veränderungen vorgenommen. Wir hatten das Glück, dass die Pfarrei Mindelzell nicht besonders reich war. Und nach der Säkularisation waren die Ursberger Prämonstratenser als die Finanziers ja weg und die Pfarrei arm. Aber das hatte den Vorteil, dass die Kirche nie verändert wurde. Das war ja immer das Kreuz im 19. Jahrhundert, dass die Pfarrer plötzlich meinten, die Kirche muss man modernisieren. Davon blieb die Wallfahrtskirche in Mindelzell also weitgehend verschont. Trotzdem gab es im Lauf der Jahrhunderte, der Grundstein wurde 1749 gelegt, immer wieder Veränderungen. Zum Beispiel hat die Madonna mit dem Jesuskind, die der Künstler Christoph Roth geschaffen hat, eine bewegte Geschichte. Sie stand zunächst außen an der Kirche in Mindelzell, später im Priesterseminar in Dillingen und heute wieder in der Wallfahrtskirche. Im Zentrum steht aber nach wie vor das Heilige Kreuz. Es ist im Grundriss der Kirche ebenso zu finden wie ganz konkret als Reliquie. Und natürlich auch in den beeindruckenden Gemälden in diesem Gotteshaus. Das Thema dieser Kirche ist natürlich das Heilige Kreuz. Das Heilige Kreuz sind die zwei großen Fresken, die er gemalt hat vorne im Chorraum, wo alle Welt hinkommt zum Heiligen Kreuz. Zuflucht sucht in den Nöten, da sehen Sie dann eine Mutter mit ihrem Kind, da sehen Sie einen Behinderten, da sehen Sie einen Pilger, einen Jakobuspilger. Also können Sie alles Mögliche auf dem Bild sehen, die Not der ganzen Welt ist sozusagen hier versammelt, die kommen alle zum Heiligen Kreuz. Sehr schön ist auch ein kleiner Bub, der mit dem Rosenkranz spielt. Also und dann vor dem Heiligen Kreuz, da flieht zum Beispiel auch eine Hexe. Vor dem Heiligen Kreuz fliehen auch die Raben. Das weist hin auf den heidnischen Kult des Wotan, also die zwei Raben, die dort im Bild sind. Also alles flieht vor dem Heiligen Kreuz, alles Böse, Krankheit, alles flieht vor dem Heiligen Kreuz. Und das Heilige Kreuz wird von Engeln, die also in Tiepolo-Manier gemalt sind. Das Heilige Kreuz, das Ostensorium, wird hinaufgetragen hin bis zum Himmel. Und da haben wir eine wunderbare Architekturmalerei, die wiederum zurückgeht auf Pozzo, einen italienischen Jesuiten. Baumeister der Kirche war Johann Kaspar Radmiller aus Tannhausen. Ihm ist es auch gelungen, mit Hilfe von Architektur und des Lichteinfalls einen beeindruckenden Kirchenraum zu schaffen. Auffallend sind auch die Putten, die im gesamten Gotteshaus zu finden sind. Sie waren nicht unumstritten, Kritiker sahen in ihnen eine Verniedlichung und Verkitschung himmlischer Wesen. Bei den Gläubigen aber sind sie sehr beliebt. Man darf nicht vergessen, dass in dieser Zeit die Kindersterblichkeit unglaublich groß war. Und die Putten waren sozusagen die kleinen Kinder, die bereits im Himmel sind. Und so sind die Putten in die Kirchen gewandert und die Leute hatten auch ein Stück Trost, weil ihre Kinder sozusagen als Putten schon ihnen vorausgegangen sind. Die Kirche von Mindelzell ist ein Juwel des Rokoko und sie gibt den Gläubigen eine klare Botschaft. Im Kreuz ist das Heil. Wie jedes Gotteshaus lebt die Kirche aber von den Menschen, die hierher kommen und sich auch gemeinsam um den Fortbestand und die Bewahrung dieses Juwels kümmern. Das Allerwichtigste ist, dass die Leute mittun. Also die schönste Kirche nützt ja nichts, wenn die Leute nicht mittun und wenn sie es nicht selber schätzen. Und das ist hier in Mindelzell ja der Fall, dass die Leute ihre Kirche auch schätzen. Wir haben die Kirche 1975 umfangreich restaurieren müssen. Da hat also die ganze Pfarrei mitgeholfen. Mein Kirchenpfleger hat gesagt, bis auf 5, die helfen könnten, haben alle mitgeschafft. Wo finden sie das noch? Also das war einmalig. Und damals war es auch so, dass ich mich entschlossen habe, die Madonna von einem Altar zum anderen zu transportieren, weil das Jesukindle zum Fenster hinausgeschaut hat auf dem einen Altar. Und ich sagte, so sind Mindelzeller nicht, dass Jesukindle weggucken muss. Die Wallfahrt in Mindelzell gibt es übrigens bis heute, wenn auch nicht mehr so groß wie früher. Aber die Wallfahrtskirche ist und bleibt ein Zeugnis dafür, wie pracht- und stilvoll die Verehrung des Heiligen Kreuzes in Mindelzell ist.
Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.